Ich komm ja schon. Komm ja her, Gegner. Und du brauchst denn das scheiß Ding da hier zu machen mit dem scheiß Blitz. Ja komm, ich bin ja ein Zauberer und keiner wie du hier. Der ja mal rüber rennt, dann ist tot hier, so geht das nicht. So, hier kommen wir. Ist nochmal dein Teleporter von dem du angesprochen hast? Ja, der ist sofort zu auf die Karte, guck mal M. Achso, ja. Dann siehst du den da hinten. Ja, nee, aber das ist schon vorne auch nicht falsch. Oder? Ja. Der sah popelig aus, der Blitz. Na, der ist eigentlich ganz gut. Ist halt eben ja für Fernkampf, ne? Der macht halt eben auch relativ häufig viel Damage. Massaker. Ah, da ist der Teleporter. Das kann aber auch sein, dass wir den verfolgt werden. Das ist aber egal jetzt. Versteckte Lage, Backport. Wenn du dich weiter so zurückhältst, ich danke euch. Wieder? Ah ja. Wann gibt's denn nicht diesen Juwelier für mich? Den finden wir in eh irgendwo. Ich lebe wieder. Wenn du wieder sterben kannst. Ist irgendwas Spannendes passiert? Bis jetzt noch nicht. Hier ein bisschen reden, schwafeln und quatschen. Da muss ich auf jeden Fall mal noch die Dings färben gegen die Füße. Ich muss mal gerade hier reparieren wieder. So, irgendwas hat richtig Damage gerade. Habt ihr? Ich vermisse Onkel Deckard so sehr. Ah, der Ringwasser also. Ganz kurz zum Juwelier und das nochmal Stein zusammennageln. Aha. Es gibt dann auch später so rundeckig gerade, Edelsteine, die kosten dann so ungefähr 10 Millionen. Was denn? So ein besonderer Edelstein rundeckig gerade. Ach so. So. Na gut zu wissen, ne? Oh, neue Bannerplatzierung für mich. Kann man dann jetzt jemand diesen Geistern sprechen? Soll ich mal machen? Dann macht es doch mal, ja, genau. Ich werde euch den schwarzen Seelenstein geben. Ich werde mit euch gehen. Was hat ihr denn schon wieder gemacht, Leon? Ich habe gerade jetzt geändert, weil ich gerade auch was war. Ich habe gerade gesagt, aber dafür müssen wir noch irgendwas holen und das machen wir dann jetzt gleich mal. Ich muss jetzt nur noch kurz die Chat meine Schuhe färben gehen, ich kann so nicht rumlaufen. Wir könnten auch mittlerweile wieder mal zu AHA gucken gehen, ob wir eine Waffe finden. Das machen wir dann auch jetzt gleich mal, dann brechen wir die Aufnahme gerade nochmal und dann zeigen wir euch wieder unsere schönen neuen Rüstungsteile. Ah, blaue. Ah, der Stiefel kann man nicht färben. Okay, gut, dann bis gleich. Okay, so sind wir jetzt wieder da. Ich habe mir diese Waffe gekauft mit dem Stein drinne. Wenn dann auch wieder einen sehr, sehr schönen Start bekommen. Ja. Und ja, jetzt geht's mal wieder weiter. Oh, das ist jetzt aber auch. Ich frage mich, ob eure Freunde wissen, wer ihr wirklich seid. Betretet die alte Wasserstraße in der Oase von Dalbo. Wo ist die? Oh, mit der Zeit wird sich alles klären. Mit der Zeit.
Aha. Ich komme ja schon. Jetzt habe ich mal einen neuen Angriff genommen. Total, machst du mit einem mal an? Ich kann dieses Tor für euch öffnen. 127. 127 Schaden. 196. Also Hakan? Keine Zeit für Nettigkeiten. Ich glaube, ich habe Bilas Identität aufgedeckt. Nicht mehr lange. Eines müsst ihr jedoch wissen. Um Kunstblut zu finden, müsst ihr durch die Aquädukte gehen. Es gibt zwei Hebel, die den Eingang unter dem Wasserfall kontrollieren. Ah ja, gut. Schön, dass ihr das jetzt wissen. Habt ihr... Ja, leider. Wasserfallkanal. Über diesem Ort liegt der charakteristische Gestank von dem Mann. Sehr viel. Es ist Billy. Solange er lebt, ist ganz Kaldeum im Belagerungszustand. Und Rebecca hatte die Theorie, dass die Dämonen sich die Dämonen zurücklassen. Und so wie die Existenz. Ja, du bist Level up. Ja. Oh, ich noch nicht. Schade. Ja, neue Sicherheit. Nur, ich hab einen neuen Bogen. Auch schon nicht. Wir müssen da rüber. Ich komme. Hier die Wolle, komm her. Ah, hier ist eine ganze Menge Fütterung. Ja, du musst bis da richtig, wir müssen da runter. Da unten, das habe ich vorhin schon gesehen. Hier lang? Ja, hier sind wir richtig. Okay. Oh, du backst dich schon wieder richtig fett weg. Ja, kann ich sagen. Ja, dann kann ich mich auch zufrieden. Die gute Waffen machen einfach echt viel aus. Später, wenn wir dann halt, wenn wir weiter sind, gibt es dann Level 50er Waffen, die du aber schon mit Level 34, 35 tragen kannst. Das ist auch echt cool. Ah, jetzt habe ich auch Level 19. Das ist eigentlich der andere Weg. Ja, also wenn du an Level 5 reich bist, sowas kannst du Level Waffen von Level 50 tragen und sowas, und das ist dann echt heftig. Okay. Dann tötest du echt alles. Ich muss noch gerade meine neue Dings einstellen. Warte mal. Okay. Jetzt teleportierst du dich. Mhm. Ich muss noch gerade hier meine Fähigkeiten einbauen. Bist du schon wieder hinten? Am besten jetzt teleportierst du dich, wie gesagt. Da bin ich jetzt auch. Ach, na. Moin, einfach. Wir müssen da oben hin. So. Jetzt geht's aber auf die Fresse hier. Oh, ne, Spaß.
Durchgang sollte zu den Trostlosen sein. Eine Geheimtür hinter... Hallo! Irgendjemand da draußen noch am Leben? Jetzt mal angucken, wie saugt er denn fast drin natürlich. Hallo, ihr da draußen. Seid ihr noch am Leben? Oder sind es die? Ich danke euch. Weiter geht's. Speicherpunkt erlangt. Suche einen magischen Schmelztiegel, der einer Legende nach in diesen Aquädukten versteckt wurde. Er wäre eine wertvolle Ergänzung meiner Juwelierswerkzeuge. Helft mir, ihn zu finden, und ich werde tief in eurer Schuld stehen. Gibt's da jetzt endlich den Juwelier? Finde ich sehr gut. Wie unhöflich von mir. Ich habe vergessen, mich vorzustellen. Ich bin der habgierige Chef. Sind das selber habgierig? Keine Ahnung, der ist geldgeil. Warum mein junger Partner hier einfach über den Schädel gezogen und die hier drin eingeschlossen hat, ohne einen Sack. Ein großer, hast du den großen Haltrand bekommen? Ich würde nicht überhaupt nehmen. Ihr begebt euch in Gefahr, als suchtet ihr den Tod, alter Mann. Ach, da sind ja noch welche. Das Leben ist voller Rätsel, nicht wahr? Ja, hat er recht. Ich finde den Dungeon hier auch voll geil. Das ist Diablo übrigens auch so geil gemacht hier, ne? Ja, ich finde auch, dass die Dungeon schön gestaltet sind. Also, ne, haben wir da vorhin während der Aufnahme drüber gesprochen, wie lang das Let's Play sein wird? Nee, hatten wir noch nicht. Das haben wir nicht während der Anti-Aufnahme gemacht, ne? Genau. So, da können wir das mal gerade nochmal gerade sagen. Du hast mir dafür was gesagt, wie viele Folgen? Wie gibt das hier so? Also, es geht so, ich habe mit meinem Antrag, ich glaube, mit dem war was. 27. Also, ich habe mit dem Magier Level 53 28 Spielstunden. Und der ist im Schwierigkeitsgrad. Ich glaube, der dritte, glaube ich, Hölle. Der Albtraum. Nee, ich glaube, normal, Albtraum, Hölle, Inferno. Und das sind 51 Spielstunden. Es gibt halt vier Akte. Ja, ich glaube, so fürs Erste. Ich schätze, nur mal so als Frage, sind die Schwierigkeitsstufen dieselben? Also quasi dieselbe Quest, nur dieselben Quests, nur in anderen. Ja, viel schwieriger. Also wenn wir das quasi jetzt nochmal machen würden, würden wir den Leuten quasi dasselbe nochmal bieten. In sauschwer. In schwieriger halt, ne? Und dann halt jedes Mal stirbst, genau. Also rein theoretisch würde es reichen, wenn wir das in einem Schwierigkeitsgrad durchmachen, denn dann haben wir quasi alles gezeigt. Ja, und wir könnten ja dann auch irgendwie manchmal so ein Character-Previews machen, wo wir irgendwie ja. So unsere Charakter vorstellen. Also würde es quasi reichen, wenn wir das einmal alle vier Akte durchmachen. So 8 Stunden ungefähr, ja. Dauert ein Akt. Ja, wenn du für alle vier Akte. Acht Stunden. Ja, 2. Und insgesamt, ja, ich denke so 8 Stunden, ja. Da haben wir so durch. Für alle 4 Akte? Ja. Wie lange haben wir jetzt schon aufgenommen? 5 Stunden, ne? Wir sind im zweiten Akt. Ja, wir brauchen halt 10. Ja, wir haben das ganze Let's Play ungefähr schon... Wow. Jetzt schon ein bisschen was laufen, ne? Ich glaube, 4,5 Stunden schon. Ja, wir haben insgesamt, glaube ich, 4,5 Stunden. Ja, ziemlich, ne? Ich denke schon, dass wir so an die 10 kommen werden. Dann können wir immer noch mal unseren Charakter vorstellen. Ich kann mal meinen Lava zeigen. Das wären dann quasi 40 Folgen, ne? Sie sind ja fertig, du sollst ja dann Farbenruhen zeigen. Ja, also quasi die Hauptquest, wenn wir die Hauptquest dann quasi durchhaben, dann ist das, kann man das Let's Play quasi sagen, dass das Let's Play so beendet, nur man macht halt noch irgendwelche Zusatzdinge rein. Genau, weil man dann halt immer alles gut durch und dann geht es nach Farben, dann läuft die Achse ab, dann geht man so eine Stelle, dann fällt es wirklich gut. Also es ist quasi so indirekt ein Endlos-Game, aber direkt gibt es doch ein Ende. Genau, wenn du den Diablo